Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt es eine leckere Ofenkartoffel in Form einer Süßkartoffel. Und das Ganze wird dann gefüllt mit leckerem Kräuterquark, ein bisschen Cheddar-Käse kommt noch oben drauf. Und es kommt eine Taco-Zubereitung rein. Das Ganze ist aber super leicht zu machen, leicht pikant, es schmeckt aber unglaublich lecker. Und ich zeige euch jetzt, wie es geht. Wir brauchen eine große Süßkartoffel, die wird mit einer Gabel eingestochen. Dann brauchen wir nur noch etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer. Dann die ganze Kartoffel damit schön einreiben, damit alles bedeckt ist. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen und für ca. 30 bis 45 Minuten im Backofen lassen. Etwas Öl in eine Pfanne geben, das Hackfleisch scharf anbraten, die gewürfelte Zwiebel und die Frühlingszwiebeln dazugeben und mit der Taco-Mischung abwürzen. Bei Bedarf noch mit Salz und Pfeffer abschmecken. Und die ganze Füllung kommt dann in die Ofenkartoffel. Obendrauf könnt ihr noch einen Kräuterquark machen oder Sour Cream, das passt auch wunderbar. Und zum Schluss noch etwas geriebenen Cheddar-Käse. Da ich schlecht vor der Kamera mit Messer und Gabel essen kann, habe ich mir jetzt ein bisschen was auf den Löffel getan, damit ich trotzdem probieren darf. Es ist unglaublich lecker und ich finde, es ist definitiv mehr als nur eine Beilage. Man kann es auch zum Grillen servieren, aber glaubt mir, es schmeckt so lecker, dass ihr vielleicht das eine oder andere vom Tisch doch dafür stehen lassen würdet. Das Ganze könnt ihr natürlich auch mit normalen Kartoffeln machen, wenn ihr keine Süßkartoffeln bekommen solltet. Ihr könnt auch noch Paprika reinmachen oder andere Gemüsesorten. Wie ich es genau gemacht habe, wie immer unten in der Infobox aufgelistet, mit den genauen Mengenangaben, wenn ihr es nachmachen wollt. Gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und schaltet morgen wieder rein, da kommt das nächste Video. Und bis dahin, wie immer, einen guten Appetit.